Ja, hallo, wir sind wieder zurück im Let's Play Assassin's Creed 1 Part 2 und ja, leg los, wir gehen hier gleich weiter. Wir retten uns rein. Rechts geh ich. Okay. Sein Leben gehört mir. Nein. Wir sollen den Schatz bergen und Robert nur angreifen, wenn es unerlässlich ist. Er steht zwischen uns und dem Schatz. Es ist unerlässlich. Zurückhaltung, Altair. Ihr meint Feigheit. Dieser Mann ist unser ärgster Feind. Und hier ist eine Gelegenheit, ihn loszuwerden. Ihr habt schon zwei Regeln unseres Credos gebrochen. Brecht nicht auf die dritte. Bringt keine Schande über die Bruderschaft. Ich stehe über euch. Sowohl im Titel als auch im Können. Ihr solltet mich besser nicht in Frage stellen. Ich glaube, letztes Mal bist du da einfach runtergesprungen, warst fast tot. Es kommt aufs Gleiche wie drauf aus. Das ist ja überhaupt nicht auffällig, wenn da so einer. Spring halt weg von der Leiter. Spring halt weg von der Leiter, du musst auch in der Richtung drücken. Ja, vielleicht nicht nach rechts oder links. Oder lass doch einfach los. Halt, Templer! Ihr seid nicht die Einzigen hier. Ah. Nun, das erklärt meinen fällenden Mann. Also, was ist euer Begehr? Blut. Ihr wisst nicht, worauf ihr euch einlasst. Ich schone euch nur, damit ihr eurem Meister diese Botschaft überbringt. Das heilige Land ist für ihn verloren. Er sollte fliehen, solange er die Gelegenheit dazu hat. Bleibt und ihr seid Teil des Hofes. Männer, zu den Waffen! Tötet die Assassinen! Hauptsache, wir sind entkommen und unsere Kumpels nicht. Jump! Jump! Das ist richtig erklärt, wieso machst du die ganze Info fertig? Ich bleib halt auf der Tasche. Oben, bis er auf rechts geht. Ja, Staffel dann auf den alten Mönch. Hallo, so ein Mönch. Fällt gar nicht auf. Ältere Gedächtnisabschnitte werden übersprungen. Rauf, wie schön euch unverletzt zu sehen. Ich hoffe, eure Mission war ein Erfolg. Ist der Meister in seinem Turm? Ja, ja, immer die Nase in seinen Büchern. Er wartet schon auf. Ich danke euch, Bruder. Friede sei mit euch, Altair. Und mit euch. Werden wir doch nett empfangen. Ja.
Und jetzt schnell zu unserem Meister. Ganz notwendig. Ja, das ist unsere Heimatstadt. Hat ihn wohl gestochen? Ich weiß. Da muss ich ein bisschen auffällig sein. Ganz auffällig, unauffällig. Die geschlängelten Wege hier hoch. Gibt es ja in Wirklichkeit auch, das haben wir jetzt in unserem anderen Let's Play, glaube ich, auch schon gesagt. Die Burg Massiaf, die haben wir schon mal gegoogelt. Ist jetzt natürlich nur noch eine Ruine. Trotzdem wahrscheinlich sehr schön. Endlich kehrt ihr zurück. Na was? Wo sind die anderen? Seid ihr vorausgeritten, um zuerst zurück zu sein? Ich weiß, ihr teilt euren Ruhm noch ungern. Schweigen ist eine andere Form der Zustimmung. Habt ihr nichts Besseres zu tun? Der Meister schickt mich. Er wartet in der Bibliothek. Beeilt euch. Sicher könnt ihr es nicht erwarten, seine Stiefel zu lecken. Noch ein Wort und meine Klinge bringt euch zum Schweigen. Dafür haben wir später noch Zeit. Bruder. Nicht überall beliebt, unser guter Alter hier. Welche Ehre. Der Meister erwartet euch. Ach, ich hab den für den Meister gelernt. Den schicken wir schlecht aus. Lang, lang ist er. Ja, mach ihn. Alter hier. Meister. Tretet vor. Erzählt mir von eurer Mission. Ich vertraue darauf, dass ihr den Schatz der Tempel geborgen habt. Es gab Schwierigkeiten, Meister. Robert de Sable war nicht allein. Wann verläuft es jemals wie geplant? Unsere Fähigkeit zur Anpassung macht uns zu dem, was wir sind. Dieses Mal hat es nicht gereicht. Wie meint ihr? Ich habe versagt. Der Schatz? Ist verloren. Und Robert? Geflohen. Ich schickte euch, meinen besten Mann, um eine Mission zu erfüllen, die wichtiger war als alle davor. Und ihr kehrt zurück mit nichts als Entschuldigungen und Ausflüchten? Ich sprech nicht weiter. Kein Wort mehr. Das habe ich nicht erwartet. Wir müssen eine neue Truppe zusammenstellen. Ich schwöre, ich werde ihn finden. Ich gehe und... Nein, ihr werdet gar nichts tun. Ihr habt genug angerichtet. Wo sind Malik und Kadar? Tot. Nein! Nicht tot. Malik? Ich lebe wenigstens noch. Und euer Bruder? Erschlagen. Wegen euch! Robert trieb mich aus dem Raum. Es gab keinen Weg zurück. Ich konnte nichts tun. Weil ihr meine Warnungen in den Wind geschlagen habt. Es hätte vermieden werden können. Und mein Bruder... Mein Bruder könnte noch leben. Eure Arroganz hätte uns beinahe den Sieg gekostet. Beinahe? Ich habe, woran euer Günstling scheiterte. Hier, nehmt es. Obwohl es scheint, als wäre ich mit mehr als nur ihrem Schatz zurück. Meister, wir werden angegriffen. Robert de Sable belagert das Dorf vor Massiaf. Also sucht er den Kampf. Nun gut, ich werde ihn nicht abweisen. Geht, sagt es den anderen. Die Festung muss vorbereitet werden. Was euch angeht, Altair, unser Gespräch wird warten. Geht zum Dorf. Vernichtet die Angreifer. Vertreibt sie aus unserer Heimat. So wird es geschehen. Spule vor für aktuelleren Gedächtnisabschnitt. Wir mal ein Konflikt um das heilige Land. Früher krachte in der Zone. Altair, gut, dass ihr da seid. Wir brauchen Hilfe. Was ist geschehen? Templer. Sie griffen das Dorf an. Die meisten von uns konnten entkommen.
Die meisten, aber nicht alle. Was also soll ich tun? Lenk die Dämmleiter, beschäftigt sie und ich rette die, die noch dort festsitzen. Wie ihr wünscht. Natürlich nicht den einfachsten Weg nehmen. Tankkarte. Tankkarte. Ja, eine Tankkarte. Tanka. Tanka haben sie. Die haben die Tanka entdeckt. Jetzt ganz neu, der Tarntanka. Macht unsichtbar. Gehen wir hin? Nach oben. Wir haben eine Überraschung für unsere Gäste. Haltet euch an mich. Schon bald werdet ihr verstehen. Er wird Ärger verursachen. Schön mit dem Arsch weit wegbringen würde. So ist der schnell folgen. Wovor fliegt was dieser tut dieser Narr denn? Das, was man ihm befiehlt. Geht auf diese Plattform, Alter. Heide! Gebt zurück, was ihr gestohlen habt! Ihr habt kein Anrecht darauf, Robert. Zieht ab, sonst bin ich gezwungen, eure Reihen weiterzulichten. Ihr treibt ein gefährliches Spiel. Ich versichere euch, es ist kein Spiel. So seid es! Bringt mir die Geisel! Und eure Vorräte sind begrenzt. Wie lange bis eure Festung von ihnen zerbröckelt? Wie standhaft seid ihr, wenn die Brunnen versiegeln und die Mägen leer sind? Meine Männer fürchten den Tod nicht, Robert. Sie heißen ihn willkommen und die Erlösung, die er bringt.
Gut, dann sollen Sie Erlösung erhalten. Folgt mir und tut es ohne zu zögern. Zeigt diesem dummen Recken, wie es ist, keine Furcht zu kennen. Herauf zum Herrn! Still, oder die Templer werden uns hören. Ja, was für eine Überraschung wir übrig haben hier für unseren guten Freund Robert. Das sehen wir dann im nächsten Part. Mach's gut. Bis dann.